Hallo Richard, du kommst vom ersten Training, von der ersten Trainingswoche mit der Mannschaft. Wie ist dein erster Eindruck? Sehr positiv. Ich meine, die Mannschaft ist eine sehr positiv eingestimmte Mannschaft und hat mich bzw. uns neuen Spieler auch sehr gut aufgenommen. Und von daher ist alles bisher sehr positiv. War für dich schon immer klar, dass du Profifußballer werden möchtest? Ja, das war von vornherein mein Ziel und ich habe alles dafür getan, um halt jetzt Profi zu werden. Jetzt geht das weiter. Du hast auch sämtliche U-Nationalmannschaften durchgespielt. An das erste Tor, erinnerst du dich daran? Mein erstes Tor? Gute Frage. Oder sagen wir das wichtigste Tor? Das wichtigste Tor auf jeden Fall. Das oder einer der wichtigsten Tore war dann auch in der WM, in der U17-WM gegen USA, genau. Da habe ich zwei Tore geschossen und dann sind wir halt ins Halbfinale eingezogen. Und deine ersten Erinnerungen an den FCK? Meine ersten Erinnerungen waren, glaube ich, unter Otto Rehagel als Trainer, da da früher noch die Ausländerregel ging und die einen Spieler zu viel hatten. Und er halt einen Spieler bestellt gedacht hat, dass der raus müsste oder beziehungsweise simulieren sollte, dass er verletzt war. Und das war halt schon eine lustige Geschichte. Ja.